euch dann. Willst du dich da aufsetzen? Ja, gerne. Ja, warten wir ein bisschen. Aber Johanna unterhält sich schon. Ja. Ja, das lieben wir halt, dass wir auch mal sehen, so wie leben andere Kulturen und so. Also wir mögen es jetzt nicht nur am Strand. Ja. Guck mal, die Kinder spielen da. Ja, das habe ich auch schon fotografiert. Das ist gut. Gehen wir hin? Ja, gehen wir hin. Wir gehen mal zum Kindern. Zu den Kindern. Ja, du kannst auch noch ein bisschen Die Dürri. Sandra, hier von hier aus. Ah ja. Gut, ist die Spielzeuge. Hallo. Wo ist dein Ball? Mana Bola, ne? Bola. Bola? Bola, Ball, Ball. Bola, bola, bola. Sie hat so Ohrring hier, ist ein Mädchen, glaube ich. Ja. Hätte ich auch Die singen die Kinder wie in der Schule. Ja, ABC, gell? Ja, so etwa. Ne? Aber die singen etwas von Farben, Rot, Weiß. Die sind ja die Farben von den Fähnchen, ja? Bei uns, ne? Ja.
Von dem Fähnchen? Ja, von Fahnen, ja. Bei uns, ja. Die, so genau die gleiche Farbe haben die Kinder bei, zur Schule, also die Uniform. Ja. Bola? Le Bola, ne? Le Bola? Bola. Ja. Bola. Bola. Oh Gott, ja. Ups. Ja, schwierig jetzt, so ein bisschen viel Wasser jetzt, ne? Ja. Aber da ist ja Ölwasserfälle. Oder ist es mit den Wasserfällen zu schwierig? Nee, das geht, ja. Na, es ist in Ordnung, man kann immer noch zum Wasserfall. Wir sind ja auch nass. Ja. Wir haben Regenjacke im Auto. Oder wir haben auch schon Regenschirm dabei, ja. Hier, wenn es regnet, also es regnet, ja, ja, das, ja, es ist schon was Positives. Das heißt schon das Segen des Gottes, ja. Ja, ja. An die Reiswerder, an das Leben des der Einheimischen, ja. Ja. Wenn es zu lang zum Beispiel, Trockenzeit zu lang ist, ja, dann gibt es ein Ritual, ja, dass die dann so einen Regen Regen den Gott bitten, ja, ja, sowas, ne. Da gibt es dann auch schon diese Prisean, ja, diese Sportart von Veranstaltungen und sowas, ne? Dass sie dann irgendwie mal so gefeiert wird, ja, oder so gebeten.
ja, dass der Gott irgendwie mal so ein bisschen Regen dann gibt. Ja. Und wie viele Kinder hat so eine Familie, die auf dem Dorf lebt, im Schnitt? Normalerweise jetzt, ja, also 3, ja. Ja. Es gibt auch schon welche, die 5 Kinder haben oder 6 Kinder. Okay. Ja. Mhm. Was ist besser hier? Ja, natürlich. Dann wollen die Einheimischen auch schon viele Kinder haben, ja. Also vielleicht schon 5, ja. Aber natürlich jetzt in der modernen Zeit ist das Leben auch schon ziemlich teuer. Ja. Dann vielleicht, ich zum Beispiel, ich habe nur 2 Töchter, ja. Ja. Aber viele dann haben dann vielleicht 3 oder 4, ja, Kinder, ja. Das wäre schon zu teuer jetzt, ja, langsam, ne. Wie alt sind deine Töchter? 22, ja. Und die kleinere ist 12, ja. Ah, ja. Ja, also dann bei mir. Wenn die studieren wollen, bezahlen die Eltern das Studium oder bezahlt das der Staat? Unterschiedlich. Wenn man so ein Stipendium kriegt, dann wird das vom Staat bezahlt. Ah, ja. Ja. Aber ich muss dann für die Tochter dann auch selber zahlen. Ja. Aber gut, dass sie dann in eine staatliche Schule oder Universität geht. Ja. Ja. Das ist nicht so teuer wie in der privaten Schule. Ja. Manchmal. Was will sie studieren? Weiß sie das schon? Sie studiert schon jetzt, schon am Ende des Semesters, vielleicht so am Ende des Studiums. Vielleicht nächstes Jahr ist sie fertig. Was hat sie internationale Beziehung, ja. Gut. Das ist International Relation, ja, sowas, ne. Und hat man jetzt hier eine bessere Zukunft, wenn man jetzt studiert hat? Ja, sicher, ja. Das ist auch so. Genau, das heißt, man kann auch schon Beamten werden, man wird auch schon einfacher von Unternehmen aufgenommen werden. Ja. Aber natürlich, es wird auch schon empfohlen, dass man so selbstständig ist. Ja. Also, dass selbst so ein Geschäftsmann vielleicht wird. Ja. Das ist halt so besser für die Wirtschaft, für den Staat auch. Ja. Je mehr privaten Unternehmer, dann umso besser ist es dann. Ja. Ja, wird schon weniger, ja. Ja, wir werden noch nass, wenn wir durch den Regen laufen. Zum Auto vielleicht, oder? Oder ja. Zum Wasserfall. Aber das ist mal schön, dass man das mal so gesehen hat. Ja, natürlich, ja. Das ist dann halt, dass man so irgendwie mal so Eindruck bekommt, ja, genau, wie die Leute damals bei uns hier leben. Jetzt lebt man auch schon irgendwie mal mehr international in der Stadt. Ja. Sogar wenn man in Den Passa zum Beispiel nur in Den Passa ist, ja, dann ist es schon international. Da merkt man überhaupt nicht mehr, wie die Einheimischen dort leben. Ja. Da gibt es auch schon traditionelles Dorf auf Bali, das man auch besuchen kann, um ein bisschen Eindruck zu bekommen, wie die Balinesen leben, wie das Dorf aussieht. Ja. Normalerweise wird das Dorf immer oder ein Familienhaus von einem Tempel irgendwie mal so ausgestattet, ja? So, na dann, ja. So, langsam können wir weitergehen. J-K-L-M-N-O-K. Missy. Das ist Avocado-Baum. Avocado, ah ja. Mhm. Ja.
Missy. Hallo. Was? Die Jacke. Die Jacke, ja. Aber das ist nicht schlimm. Wir sind ja nicht aus Watte. Oder aus Zucker. Oder aus Salz, sagt man. Genau. Ja. Hier sagt man Salz. Ja. Bei uns sagt man meistens Zucker. Ach so.